Hi zusammen, keine Sorge, ihr habt nicht den falschen Kanal erwischt. Die liebe Samar und ich dachten uns, wir switchen ein bisschen. Sie ist gerade bei mir zu sehen und ich bin bei ihr zu sehen, wie man unschwer erkennen kann. Ich bin ein Back- und Kochkanal, sie ist vegan, ich bin es nicht. Aber für euch koche ich jetzt vegan. Ich hoffe, es alle so, also die ganzen Zutaten sind vegan. Falls sie es nicht sein sollten, bitte nehmt es mir nicht übel. Vielen Dank. Bei mir findet ihr ganz viel auch aus meiner Heimat, Ex-Jugoslawien. Und ich hoffe, dieses Rezept wird euch gefallen. Legen wir los. So, für den Eintopf haben wir einmal Kartoffeln, die ich mir schon geschnitten habe, also in Würfel geschnitten habe. Dann einmal Kidneybohnen, Karotten, Knoblauch, Tomatenmark, Pfeffer und Salz. Als erstes nehme ich mir einen Topf mit etwas Olivenöl, das erhitze ich mir jetzt. Und dann braten wir uns die Karotten mit dem Knoblauch an. So, anschließend kommen jetzt die Kartoffeln rein. Dann kommen die Kidneybohnen mit rein. Die werden auch kurz durchgeschwenkt. Und anschließend kommt das Tomatenmark rein. So, jetzt kommt da noch Wasser rein. Wirklich nur so viel, bis das ganze Gemüse bedeckt ist. Das kochen wir jetzt auf schwacher Hitze, ca. 45 bis 50 Minuten. Und deckt es bitte dabei zu. Bitte rührt es immer wieder mal um und eventuell, falls nötig, schenkt noch etwas Wasser nach. So, wir machen jetzt die Mehlschwitze. Dazu brauchen wir Sonnenblumenöl, etwas Mehl, Vegetta, mein Lieblingsgewürz, und Paprika, edelsüß. Ihr könnt auch, wenn ihr es schärfer mögt, natürlich eine schärfere Variante benutzen, wie ihr wollt. So, wir nehmen jetzt das Öl und geben es in die Pfanne. Auch gleich das Mehl und Vegetta und Paprika. Und das rösten wir uns kurz an. Sobald ihr seht, dass die Mehlschwitze Blasen wirft und ihr so ein Zischen hört, dann ist es fertig. Und jetzt können wir das Ganze in den Eintopf einrühren. Einmal kurz durchrühren. So, das lassen wir jetzt ungefähr 3-4 Minuten köcheln und dann ist unser Eintopf fertig. Okay, das Ganze schmeckt man noch mit dem Salz und Pfeffer ab. Und dann kommt natürlich das Beste, verkosten. So, jetzt ist es nämlich noch sauheiß. Aber. Schmeckt sehr, sehr, sehr lecker. Also ich persönlich brauche noch Salz und ein bisschen Fleisch dazu. Aber ist halt Geschmackssache, ne? Aber an und für sich sehr lecker. Falls euch dieses Rezept gefallen hat, dann gebt diesem Video einen Daumen hoch. Die liebe Samar hat erwähnt, falls unsere Videos 10.000 Likes erreichen sollten, dann wird sie sich ins Auto setzen und extra nach München kommen, damit wir zusammen kochen. Liebe Samar, ich würde mich wahnsinnig freuen, dich endlich mal kennenzulernen. Und ich kann dir nur eins sagen, falls wir das wirklich schaffen sollten, wird es ganz schön eng in dieser Küche. Naja. Leute, was soll ich euch sagen? Vielen Dank an die liebe Samar. War schön, auf deinem Kanal zu sein. Euch allen wünsche ich eine wunderschöne und stressfreie Woche und einen ganz fetten Annie-Knutscher an euch. Ach so, die ganzen Rezeptangaben findet ihr unten natürlich in der Infobox. Tschüss.